25 PS aus nur einem einzigen Zylinder. Die Hubraum verrät er mir nicht, aber der liegt um die 7 Liter, meine ich. Ist ein Dieselmotor, ein Zweitakt-Glühkopfmotor, der verbrennt bei jeder Motorumdrehung. Thank you.
Sollte reichen.
auf jeden Fall gut dirigiert, kann man so sagen. Und es sind 37,90 geworden. Naja, wir hatten nur erzählt. So, und das waren 26,50. Und den ersten Durchgang hat 28,14. Er geht mit jedem mit. Und das waren 28,90 Meter, tatsächlich sogar 50 Zentimeter mehr als vorher. Baujahr 1949, 25 PS Leistung aus einem Zylinder und wie gesagt um die 6 Liter Hubraum. Im ersten Durchgang hatte Philipp einen Full Pull. Da wollen wir mal schauen, ob er den auch dieses Mal halten kann und nochmal wiederholen kann. Das kann doch jetzt nicht sein hier, oder?
Vollpolster.
Also, bei der Aufbau dieser neuen Sand noch absolut serienmäßig in die Zahl. Alles und hat ja auch mal. Staub aufdauern. Bei einem ordentlichen Schlepper geht der Ausbruch nach oben. Aber der ist trotzdem ordentlich. Ist ein schöner Schlepper, der, wie gesagt, eigentlich hat zwei Zylinder. Von der rechten Seite sehr schön zu erkennen, dass er für jeden Zylinder ein eigenes Kühlgebläse hat.
40 Meter. Und damit zweiter Platz.